Ansonsten würde ich jetzt sagen, ab in den Bandenkrieg oder so. Aber, ja, wir sind ja in keiner Gang. Ja, das lässt sich ja aber relativ leicht regeln, dass man da in eine reinkommt. Na, habe ich anders gehört. Du bist nicht schneller als ich. Aha, warte. Du hättest den Bullen wegbumsen sollen. Mit dem Auto. Ah, nee, dann kommt er wieder mit seiner scheiß Kontrolle da. Was soll er? Ja, ganz im Ernst, was wollen wir machen? Ich habe keinen Plan. Wollen wir TT-Mission nochmal machen? Hast du die schon gemacht? Weißt du was? Kennst du The Truth von der Story? Da nee. Den Hippie? Ich von der normalen GTA-SAS. Story. Ja, ich habe die nicht gespielt. Ah, okay. Nicht ein einziges Mal. Es gibt auf der Map, wenn du die aufrufst, so unten links bisschen, ein Doppel-T. Das ist eine Mission, die du machen kannst. Du musst ins Militärgelände eindringen. Ach so, da, okay. Und da irgendwas klauen. Ich habe das schon mal geschafft, aber glaube nicht in der Aufnahme. Ich muss übrigens noch was essen. Eat 1. Musik. Oh, ich vielleicht auch, aber ich habe nichts bei. Ja, warte, ich glaube, ich habe auch nichts bei. Musik, Techno-Bass, bitte. Eat 2. Eat 3. Nee, ich habe nichts bei. 3. Ja, ich habe was dabei gehabt, aber wir müssen nochmal zurück. Ich muss auch noch was essen. Holen. Essen hat Vorrang. Das Geile ist ja, wenn du dich auf dem Server wieder einloggst, hast du sofort wieder dein Dinges. Hier dein Essen auf 75%. Deswegen logge ich mich meistens einmal aus und logge mich wieder ein und dann. Ups, ja. Ist das, was du. Ah ja, okay, wenn ich jetzt sage mit den beiden Kumpanen, dann ist das schlecht, weil da hast du eine ganze Menge mitgemacht, aber mit diesen automatischen Waffen da, mit den automatischen Bots da, die dann schießen und so. Was? What the fuck, wo sind wir denn wieder? Ach da, okay. Mit den Bots, die da probieren, dich abzuknallen. Was für Bots? Ist das da nicht so? Was, wo? Ach so! Ja. Aber die Bots sind irgendwie dumm. Die schießen einmal auf dich, müssen dann erst ewig nachladen und dann kriegst du eine Salve. Dann bist du eigentlich instant tot. Aber du kannst es schaffen. Ich hab langsam die Dingens raus. Das kann man doch auch zu dritt machen und zu viert, ne? Nein, das machst du alleine. Ach so. Musst du alleine machen. What the... Die Kacke ist einfach... Weißt du was? Wir fahren jetzt erst nach LV, weil wenn du abkratzt, bist du in LV. Am besten lässt einer von uns sein Auto da, beim Krankenhaus, und wir fahren damit dann wieder zurück. Weil sonst ist es ein übelst langer Weg. Dann bin ich dafür, wir nehmen... Oh, keine Ahnung. Ich glaube, wir lassen mein Auto da, oder? Dann brauchen wir nicht so viel Weg mit dem Dinges zurücklegen. Mit meinem scheiß Auto. Hier. Jo. Ja, ich meine, es gibt da Alter, zwar schon Roller, aber ja. Fahr nicht so gerne Motorrad. Hast du gerade mal den Motorradfahrer gesehen? Der fährt gerade vor mir her. Mit Reifen hoch. Ah, jetzt nicht mehr. Der ist gerade auf mich drauf gesprungen. Auf mein Auto drauf. Hä? Wie das? So ein Behinderter. Ja, der ist so. Hier. Der ist aus dem Wancaster rausgekommen. Okay. Und da ist ja auch so eine Rampe da. What the fuck? Meinst so? Ich kann mal wieder nichts machen. So. Etwa so ist er auf dein Auto gesprungen, ne? Ja, so ungefähr. Also, ja, mit dem Motorrad ist man übelst beweglich, finde ich. Ich hasse halt einfach Motorrad, weil ich einfach zu dumm bin, um damit zu fahren. Ich leg mich jedes Mal aufs Maul. Weißt du denn, wie man damit Superspeed macht? Ja, das weiß ich. Nur dann geht's superspeedig in die Wand. ich kann nicht Motorrad fahren, das liegt mir einfach nicht. Am besten kann ich mit dem Auto fahren. Und mit dem Auto, würde ich behaupten, bin ich sogar ziemlich gut. What the fuck? Achtung, da kommt ein... Ja, genau. Der ist eiskalt in mich eingefahren.
Und da kommen noch zwei. Alter. Ich wette, der will, dass ich ihn mitnehme, aber nö, lauf. Mit. Nein. Nein, lass ihn. Oder ja, sie. Ja, ich wollte ihn oder eigentlich. Ace. Ich hab überlegt, ob ich ihn nochmal umniete oder so. Aber. Ohne Motorhaube. Yo. Besser für die Kühlung, ne? Für den Motor. Alter. Genau. Mein Auto gibt eine gute Sprungschanze ab, ne? Alter, hinter irgendeinem scheiß Busch steht einfach mal so ein Felsen und ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn einfach nicht. YOLO! Ah, hier kenne ich mich auch endlich wieder aus. Ja, ich habe jetzt eigentlich auf Servern gespielt, die in allen Stadtteilen stattfinden. Also auf RSR, also Royal City 3 Life, der findet statt hauptsächlich in Los Santos statt. Dann habe ich mal auf Xenon Real Life gespielt, eine ganze Zeit lang. Der befindet sich in Las Venturas. Aha. Und jetzt hier in San Fierro. Und eigentlich kenne ich mich ziemlich überall gut. Also ja, gut, ja, ist so, ja, standardmäßig halt gut aus. Ich würde sagen, du parkst dein Auto irgendwie hier so. Jo. So, kannst dann bei mir direkt einsteigen und fahren wir zurück. Jo. Also einfach Slash Park und Break machen, ne? Break brauche ich doch gar nicht, ne? Doch, oder? Sonst kann dir irgendwer das Auto wegschieben. Fuck. Oh, es war... Park. Nein. Raus aus meinem Zimmer. Nicht reinkommen. Puh. Ja, ich habe auch so einen kleinen Bruder. Nervig, ne? Ja, vor allem wenn da die Türe. Ich wohne ja im Untergeschoss, also im Keller. Habe ich halt eigentlich schön meine Ruhe. Nur die Kellertür ist ziemlich neben mir. Also so 3 Meter neben mir knallen halt meine Brüder die Türe zu. Und dann macht es einfach mal BUM. Und das ist schön, wenn du am Morgen noch eigentlich frei hast und ausschlafen könntest. Geht dein Bruder in die Schule mit dem Fahrrad, nimmt das Fahrrad aus dem Keller, und geht dann raus und dann so BUM. Und dann weißt du, so, jetzt ist er in der Schule. Okay. Und du am Morgen so um 5:30. Nee, das wäre ein bisschen zu früh. 6:30. Ja. Dein Ernst? Oh mein Gott. Zum 6:30, ne, ich könnte eigentlich pennen. Bumm, Türe zu. Ich erschrecke mich übelst. Ich bin sowieso ziemlich leicht zu erschrecken. Und ja, dann kann ich einfach nicht mehr pennen, weil ich so einen halben Herzinfarkt halt hab. Ja. Ich kenne das zurzeit leider, oder ich kenne es zurzeit nicht. Was heißt leider? Ja. Sei froh. Wie alt ist eigentlich dein Bruder? Der ist 2 Jahre jünger als ich. Also 12. Ja. Zurzeit noch. Aber der wird demnächst auch 13. Früher immer, der ist heute immer auch noch so ein LOL-Fanatiker. Und der durfte früher, bevor er 12 war, weil er halt da übelst fanatisch drin war, sag ich jetzt mal. Und alles Mögliche da Geld investiert hat und so weiter und so fort. Ne? Okay. Da waren halt meine Eltern dagegen und haben ihm dann einfach bis er 12 war das Spiel verboten und er dann war dann übelst happy, als er 12 geworden ist und das dann endlich spielen durfte. Okay. Na, keine Ahnung, lol, ich habe jetzt bestimmt einen Monat nicht mehr gespielt, weil es mich einfach nur ankackt. Ich spiele es halt eigentlich nur meinem Kumpel zuliebe, dass wir halt mal was zusammen spielen können. Aber in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, spiele ich eigentlich übel viel DayZ. Ja, DayZ finde ich auch richtig geil, aber ja, es ist immer halt so eine Frage, ne? Für die, die sich fragen, ich spiele DayZ Standalone. Ne, eigentlich irgendwie so ein Mod. Mal gucken. So. Weil es halt nur noch so Pre-Alpha. Ich finde es eigentlich ziemlich geil, weißt du? So Survival-Games finde ich generell eigentlich übelst geil. Ja, ich hab's mir auch angeguckt. Auch ich hab's sie mir heißen auch Minecraft. Angeguckt. Minecraft finde ich nicht so dufte. Ja, aber ich find's wirklich cool.
Ja, ich hab's mir auch angeguckt bei dem Sarazar auf dem Kanal, habe ich mir mal angeguckt. Okay. Ich finde das Spiel richtig geil. Ja. Aber ich darf's nicht spielen, deswegen Wieso? ich bin noch 14 und das ist doch ab, warte, Scheißegal. 18. Ich bin auch noch nicht 18. Nein, Alter, heute ist irgendwie Weltauto-Kill-Tag. Nee, ich bin ja auch noch nicht 18, aber Steam weiß das halt nicht. Ja, wobei ich sag mal so, meine Eltern wissen, dass ich den Kanal habe. Und meine Mom wirft da schon ganz gerne dann mal irgendwie so ein Auge drauf. Und wenn dann da auf einmal DayZ kommt und ich habe die leider darauf schon angesprochen, ansonsten hätte ich es jetzt wahrscheinlich gemacht. Dann und sie da sieht, ich Let's Play DayZ oder so ein Scheiß. Jo. Tja, dann gibt es erstmal richtig Ärger und. Aber gucken darfst es. Doch, gucken, das merkt ja keiner. Ach gut, hast auch wieder recht. Wo stelle ich? Weißt du was? Mission completed. Wenn man keinen Weg findet, dann Macht man sich einfach einen macht man Weg. sich einfach ein. Alter, ist das ein Scheißbus! Das ist Oh mein Gott, ist der das hässlich. Mutterschiff. Oh Hoffe, Gott. ich hoffe, ich verliere meine Waffe dadurch nicht, aber YOLO. Ich hab gerade gehört, wie einer gefurzt hat. Im Spiel. Super. Alter. Na, wir machen jetzt mal kurz eine Mission, versuchen es das dieses Mal. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Verkack's eh, aber zum Glück nehme ich ja nicht auf, von daher. Scheißegal. Ich find's dumm, dass die Bots, also die Army-Typen, die M4 nicht droppen. Scheißegal, sie hören mich, aber weil ich halt einfach alles und jeden über den Haufen. Kann man das Ding überspringen? Nein. Scheiße. Und nicht das Nachtsichtgerät anschauen, du kriegst Augenkrebs. Ja, das habe ich schon mal gesehen. So eine Ja, das. Infrarot-Kacke. Ach, meine Fresse. So. Ja, die Wachen dürfen mich nicht bemerken. Hätte ich mir auch selbst zusammenreimen können. Nee, weißt du, läufst du jetzt rein? Na, Bros, wie geht's und so? Gestern schön Party gemacht, ne? Alter, vor allem direkt vor mir rennt einer her, als ob der mich nicht bemerken würde. What the fuck? Bitte lass mich in Ruhe. Please, please, just let me go. Ich muss hier übelst aufpassen. Ich weiß What übelst the nicht mehr, wo die fuck? ganzen Leute sind. Übrigens, nachladen erst, wenn dein Magazin ganz leer ist. Weil wenn du irgendwie noch 15 Schuss im Magazin hast und nachlädst, sind die 15 Schuss, die übrig waren, in der Fläche. Das war jetzt zu spät. Ey, da sehe ich. Hä? Lol, ich. Hä? Ich sehe dich. Ich sehe dich, aber du. Ey, warte, komm mal auf diesen scheiß Turm drauf. Wieso stirbt der Pinner nicht? Jetzt. Ey, warte, was du. Du bist doch bei diesem Turm da, ne? Den siehst du doch, oder? Ja. Komm mal dahin. Welchen Turm meinst du denn? Also da, wo man drauf gehen kann. Gibt's fünf davon. Kacke. Ich bin bei dem beim Anfang. Ja, da bin ich auch. Bist du Ja. da drauf? Nein, Weil ich ich habe bin. gerade deinen Namen gesehen. Ja, den Namen sieht man, aber man sieht den Charakter nicht. Ich hab dann irgendwie fünf Kugeln in den Kopf geballert und der Typ, nö, ich will heute nicht sterben. Keine Lust. Also bist du jetzt tot? Nein. Ich hab ihn dann nach fünf Schüssen oder so, hat er sich dann doch noch gebeugt und ist gestorben. Netterweise. Alter, nein, ich habe schon wieder nachgeladen. Aber egal. Ja, ich hab auch so ein Ding, ne? Ich spiele halt auch ab und zu Battlefield mit den Kumpels. Und auch wenn ich nur eine einzige Kugel aus 100 Munition verschossen habe, nachladen. Ja, mache ich auch immer. Nein, ist mir scheißegal, wenn mir fünf Leute hinterherrennen. Erstmal nachladen. Alter, wie kommt man denn an die Leute, die am Turm sind, dran? Von hinten, oder? Ja, geht auch. Ich mach's halt einfach ein bisschen anders. Oh Gott, oh Gott.
Der ging daneben. Zum Glück haben die nicht so viel Hirn. Alter, ich kriege von jedem einen Schuss mit. Ich habe, glaube ich, genau einen Schuss bis jetzt kassiert. So. What the fuck? Lol, hier kann man rein. Oh. Oh nein, 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 das ist nicht schlau. Obwohl ich ihn nicht gesehen habe, weil der Charakter irgendwie so übelst kacke gedingselt ist, habe ich ihn getroffen. Ich habe ihn eliminiert. Ich glaube, hier spielt es keine Rolle, wo ich lang gehe, ne? Alter, ich krieg von jedem einen Schuss mit. Hier steht irgendwo einer, aber ich habe keinen Plan, wo. Da, 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 da. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Found ya. Killed ya. Da steht keiner mehr, ne? Ich nehme den sicheren Weg, obwohl es eigentlich übelst unnötig ist. Einmal so, jetzt habe ich einen erledigt, der hat von mir keinen. Von dem habe ich keinen kassiert. So. Well, hey, wo muss man denn hin? In Stings rein. In die Base rein. Ist die so, Base? Jetzt, ja, dort in die Garage rein sozusagen. Jetzt kommen wir zum kniffligen Teil. Und zwar hier werkelt irgendwo so ein scheiß Army-Typ. Der läuft die ganze Zeit hier rum. Und der hat uns ja das letzte Mal schon gekillt. Zum würde ich den ganz gerne wiederfinden. Damit ich ihn dieses Mal killen kann. Ich glaube, ich habe jetzt alle Wachen abgegrast, aber ich weiß nicht. Ja, oben. Aber unten sind noch welche. Ja, oben. Lol. Warte, wo ist die Garage vom Anfangsturm aus? Einfach vom Anfang aus geradeaus. Aha. Kommt der heute noch? Gotcha, gotcha. Da stehen ja zwei Wachen drin. Ja, die bemerken dich aber nicht. Ehrlich jetzt? Nein. Also, du musst zum rechten sich so rancrouchen, immer so mit rechter Maustaste ziehen, sobald der grün... What the fuck? Sobald so ein grüner... Lass mich in Ruhe, wer auch immer das war. Sobald so ein grüner Pfeil über seinem Kopf auftaucht... Scheiße. Kannst du ihn abballern und er sieht dich nicht. Ja, ich hab ihn. Well done. So, wir sind schon... Fuck, ich seh... Wir sind... Ah, da oben hier. Ist noch einer. Scheiße. Runter. Wo sind hier Wachen? Verpasst mir gleich zwei Kugeln. Noch 10%. So, Kumpel, euer letztes Stündlein hat geschlagen. Nein. Meine lieben Forscher, ihr müsst jetzt leider von uns gehen. Ich glaube, ich start's nochmal. So, dann. Das macht ja übelst Bock. Bist gestorben? Ja, bin ich. Ich glaube, ich schaff's grad. Außer ich verkack's jetzt noch. Ja, du die beiden Möglichkeiten gibt's leider immer. Ich glaube, jetzt fehlt mir noch eine Wache. Oh, dieser Behandlungsfortschritt, ne? Oh. Ich krieg zu viel. Bäm! Hier, so. Für den Kanal, den ihr dann macht, habt ihr schon einen Namen? Nein. Wir sind um jeden Vorschlag glücklich. Keine Ahnung, ich hab keinen. Aber ich sag mal so, wir hatten früher auch so eine Gruppe. Wir hatten eigentlich vor, damit YouTube zu machen. Wolltet YouTube machen? Ihr wolltet YouTube machen, so wie es heute ist, oder was? Nee, also ich bin jetzt da raus, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Die Gruppe besteht jetzt eigentlich seit einem halben Jahr, aber sie haben immer noch kein Video hochgeladen. Und ich habe dann nach einem, ich weiß nicht, 10 Wochen oder so, habe ich dann gesagt, oh mein Gott, fickt euch, ich mache mein eigenes Ding. Oh. Ja, und dann, hier. Ja, die stehen jetzt immer noch die ganze Zeit da und
Ich habe ihnen angeboten, den Intro zu machen, alles Mögliche. Ne? Nein. Sie wollen das alles jetzt alleine für sich haben und wollen auch gar keine Hilfe mehr dafür von mir. Okay. Aber die sind auch teilweise noch bei mir im Ranked-Team jetzt, also. Okay. So, by the way, wir haben es jetzt hier geschafft. Wir nehmen das grüne irgendwas an uns, haben die Mission erfüllt, to be continued. Und wir werden von Aliens abgeholt. Von Aliens? Ja, von so einem. Und wir werden eiskalt durch den Boden geschossen. Oh, wo bin ich? Ich bin am Bahnhof. Ich habe $250 Belohnung erhalten. Yay! Ich bin reich. Ey, das ist eigentlich voll wenig für so eine scheiß Mission, oder? Wem sagst du das? Und ah, meine Waffe ist weg. Mann! Ich habe mir jetzt übelst angewohnt von DayZ, dass ich halt Doppel W drücken muss, um schnell zu rennen. Aber ich muss ja Shift drücken, um schnell zu rennen. Ey, Mann. Ich glaube, die haben das auch neu gemacht, dass man nach Slash Park. Ja, hey. Was? Dass man das Alter. Gelockt ist. Ich glaube, meine Reifen sind gerade so wie nach dem. Hä, lol? Meine Reifen sind voll komisch. Meine Reifen verhalten sich wie nach diesem Scheiß. Nagelband. Alter, ich weiß gerade gar nicht, wo fahre ich denn gerade hin. Oh, falsche Richtung. Sofern ich irgendwo ungeplant hinfahre, mache ich immer so einen Scheiß. Nein. Ich stehe jetzt hier am Bahnhof in SF und ohne Auto. Bitte, lass Motor an sein. Nein, scheiße. Ey, ich fahre immer in die falsche Richtung, ne? Ich fühle mich gerade so gemobbt, ne? Nein! Ja, ich fühle mich jetzt gerade eindeutig gemobbt. Ich laufe einfach mal über den Highway. Ich bin Houston Bolt, ich darf auf dem Highway rennen. Ich bin der weiße Houston Bolt. Also hier, falls ihr noch irgendwie, ja, Intro braucht oder so, ne? Weißt du ja, wo du dich melden musst. Jo, werde ich machen. ja, ich denke aber, dann wär's, wenn wir mit dieser Aufnahme bald mal am Ende, ne? Ja, warte, auch so. Ich will mal etwas, bisschen was zeigen. Und zwar, bist du schon an der Bridge, an der Brücke? Nicht mal annähernd, ich bin die ganze Zeit in die falsche Richtung gefahren. Ich zeig mal hier was. Hier oben ist nämlich Fernglas, wo ihr halt Punkte bekommt. Jetzt muss ich gucken, ob es an dem Pfeiler war oder am nächsten. Müsst ihr einfach nur hochrennen. Doch, an diesem hier. Hier ist dann bei euch so ein Punkt, wo ihr reinlaufen müsst. Und dann so E, und dann könnt ihr durchs Fernglas gucken. Und könnt ihr mit Enter das wieder weg. Wichtig in der Zeit, nicht WASD drücken, weil ihr bewegt euch immer noch. Nein. Dann, ich bin tot. Was hast du angestellt? Mein Auto in die Luft gejagt. Well done. Oh, ich bin... Alter. Nein. So, eigentlich würde ich hier runterspringen, aber mir ist das Risiko zu groß, dass ich noch auf den Beton flatsche. Deshalb Las Venturas bin. Ja. Und, ich springe jetzt hier irgendwie, oder ich töte mich irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich das anstellen soll. Wo respawn ich dann? Beim nächstgelegenen Krankenhaus, je nachdem, wo du in LV bist, in SF. Ja, dann respawn ich wahrscheinlich. Ja, nee. Boah, ich hab grad einen Namen bekommen. Okay. Du auch? Nö. Von diesem Bankkonto da kriegt man ja Zinsen drauf. Ja, ist immer unterschiedlich. Ich muss wahrscheinlich gleich einen Cut machen, weil. Oder sie knallen einfach die Tür dazu. Weil Tante ist auf Besuch und ja, die sagt vielleicht gleich mal Tschüss. Aber ich sage jetzt auch mal Tschüss. Ich denke, die Aufnahme ist somit
Ja. Denke ich, beendet, weil ich wüsste jetzt nicht mehr, was zu machen. Außer du hast noch eine Idee oder einen Wunsch. Nee, eigentlich nicht. Okay. Jo, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal von Let's Play MTA View Real Life. Danke an dich, Niklas, fürs Dabeisein und danke nochmal fürs Intro. Jo, kein Problem. Und hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Och, nö, eigentlich nicht. Nö. Aber... Okay, in diesem Sinne würde ich mich mit einem epischen Base Jump ins Wasser verabschieden. Da bin ich in dieser Zeit auch. Wuhu! Flatsch! Ich probiere mich gerade zu killen. Ciao! Tschüss!